Magnus ist tot. Petra hat so ziemlich keine Ahnung, wer wir sind, wobei sie sich leicht erinnert. Gabriel ist fast tot und Ivor hat einen Plan, alles aufzuhalten. Bitte was? Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mythos. How far could it be? Let's just say it's the farthest place a person can travel before being utterly... Apropos, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, es geht um sein Haus, wie auch immer, seine Base. Und da ist ein Verzauberungsbuch, mit dem man ein Schwert verzaubern kann oder eine Waffe. Und damit kann man den Command Block im Witherstorm besiegen. Angeblich. Wissen tue ich es nicht. It just keeps coming for us. Well, we can't stand around and wait for it. Ich weiß, warum man es folgt. There's a reason it's been following us. Ivor says it's because of the amulet that Gabriel. Ivor? Well, I'll be. It is you. A pleasure, as always, Elagard. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, cool. You figured all that out just now? Er hat einfach nicht gesprochen. Da fehlt einfach die Sounddatei. Kein Problem. I'll take it. You can't. Nein, auf keinen Fall. No way I can let you do that, Axel. Nee. Wir können Axel hier nicht auch noch sterben lassen. I thought you'd trust me by now. You just go make that super weapon. I'll meet you back at Soren's fortress. Nun, ich möchte bei Jesse bleiben. Dort gehöre ich hin. Ich auch, aber was ist mit Gabriel? Geht weiter, ich kümmere mich um Gabriel. Bist du sicher? Ja, das zumindest schulde ich ihm. Außerdem gehe ich mit Ivor nirgendwo hin. Lucas ist da draußen ganz allein. Im Moment können wir ihm nicht helfen. Geh voraus, Ivor. Hey Jesse, lass uns nochmal einen Handschlag versuchen. Nur einmal für unterwegs. Den Redstone-Rap? Alles klar. Oh mein Gott, was? Und bam. Ich sehe dich in Saurons Festung. Nicht, wenn ich dich zuerst wiedersehe. Bitte, was ist mit dem Ton los? Hallo, ich will jetzt hier nicht... Hä? Ich hoffe, die reden wieder. Tatal Games presented. In Zusammenarbeit mit Mojang. Schön, dass das zur Hälfte abgeschnitten ist. Wie weit ist es noch? Er redet wieder, sehr schön. Das war weird. Minecraft Story Mythos. Eine Tatal Games Geschichte von Brad Kane und Brian Freyermuth. Regie führt Graham Ross. Künstlerische Leitung ist von Mark Hammer. Es kann nicht mehr weit sein. Umgebung von Jeff Parrott. Der einzig wahre Papagei. Die Animation von Jeff Zare oder Zare. Die Choreografie wird gemacht von Jason Pike.
Der originale Soundtrack von Arnadel an Timo und Wells. Oder Welles, wie auch immer. Langsam tun meine Arme weh. Wir müssen doch jetzt endlich mal da sein. Ernsthaft, wo wohnst du? Hinterm Bedrock Yana Style. Ist ja schlimm. Sind wir da? Immerhin save das Game schon mal. Das ist gut so. My butt's never been so sore in my life. Not that I remember. Feels like we've been riding forever. I am telling you, we cannot go to the Far Lands. They're not just the edge of our world, but the limits of our comprehension. Oh, please. The Far Lands are a happy accident. Nature's way of keeping life interesting. No, no, no. They are perilous and unpredictable. Perlin noise, floating points. These are not matters to be toyed with. Hey, das klingt cool. Down on the Far Lands, Soren, they sound cool. Ja, irgendwie klingt das cool. Jesse thinks the Far Lands are cool. The Far Lands lie at the very edge of all things, where logic gives way to chaos. Das war früher so. Ganz kurz, stopp. Zwischeninfo. Früher war das so, wenn ihr in Minecraft an die World Border gereist sind, gab es da irgendwelche Glitches und Bugs, die einfach so waren, weil die Weltengenerierung da nicht mehr richtig funktioniert hat. Und da das Spiel zu diesen Zeiten entwickelt ist, ist es wahrscheinlich noch da drin, dass die Far Lands am Rande der Welt eben ein bisschen Physik, Weird, Chaos und so ist. Das liegt daran, dass das wirklich in Minecraft so früher war. Visit. And a ridiculous place to construct a laboratory. Just wait until you see it. Do those two never stop arguing? You asking me? All I can think about is food. No kidding. I'm starving. Maybe we should turn back? This isn't the time. Swamps are too dangerous. You never know what might be lurking around. Wir können jetzt nicht umkehren. My stomach. Guys, we can't turn back now, not after coming so far. Wir sind schon so, also, ob wir schon weit gekommen sind, ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stück gekommen. Und das scheint schon ziemlich lange zu sein. The Far Lands are just beyond this swamp. So this could be our last chance to find food. Hätten, ist ein Haus von einer Hexe, ich mache mir Sorgen. Ja, komm, erkunden wir doch mal das Sumpfwasser. Du läufst jetzt nicht ernsthaft durch den Zoo. Ach komm. Was haben wir hier? Eine Kartoffel. Nehmen. Nehmen. Nicht essen. Nehmen. Och, lauf doch schneller. B. Potato, you're coming with me. Not much, but it'll help. Die Kartoffel werde ich selber essen. Halt, wobei, wer weiß, ob es noch eine gibt. Ich nehme sie mal lieber mit. Das leitet uns überhaupt zu... Da ist ein Kuchen. Like they say, two potatoes is better than one. I think they say that. Hey, Jesse, have you found any food? I should probably take what I have back to the group. Nee, wir gehen nicht zu der... Wir gehen zu der Hexenhütte. Ach, come on, da steht ein Kuchen. Und ich will Kuchen. Ich mag Kuchen. Gib mir mehr Kuchen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oh, es speichert schon. Das macht mir Sorgen. Ja, gut. Also, A witch's hut. We should steer clear of it. Ay, boah, was los mit dir? Witches are involved. Look, a cake. That's enough to feed everyone. It isn't. Witches hate trespassers. Besides, there are plenty of potatoes around. Is that a witch? Jesse, we shouldn't be here. Very. And they know these swamps far better than I. Okay, wir gehen zurück. Get out of here. Good idea. Ich mache mir Sorgen nicht, dass wir nachher sterben, weil wir einen Kuchen haben wollen. Guys. Ich will aber trotzdem. Jesse. Did you find any food? Actually, yeah, some potatoes, but it'll have to wait. There's a witch nearby. We saw her creeping through the swamp. She's here. Oh nee. Oh no, you Was geht? Watch out for her potions. Oh nee. Oh, ich muss B spam.
Zack. Down. Ich frage mich manchmal ernsthaft, ob das alles gescriptet ist, was wir hier eigentlich sehen. Witches and skeletons? That's a deadly combination. Ja, so ziemlich. Minecraft Dungeons ziemlich schlimm. Lauft! Los! The rest of you. Go! Hold them off! What? Ivor, no! There's no time to argue. Just head for the corner of the glitch wall! The what wall? Hey, you! Die Glitchwand? You're not the only one who can throw a potion. Jetzt mache ich mir Sorgen. Come on! Eine Glitchwand. Das hört sich irgendwie nicht wirklich gut an, ich weiß es nicht. Guys, I think we lost them for... Wow! You lost them for wow? What is that? Oh. Genau das. Wow. Das ist in der Minecraft Alpha gewesen. In irgendeiner Alpha 2. Keine Ahnung was. War es einfach so, dass am Ende der Welt solche komischen Tunnel generiert sind. It's like we're at the edge of the world. So ziemlich, ja. Welcome to the far lands, my. Da ist eine Ecke, ja, ist true. Ich würde da auch gern wohnen, das sieht cool. Stein in den Bäumen. I'd feel a lot better about going into this crazy wall thingy if I wasn't still hungry. Wandding. Jesse found those potatoes. That might be the saddest sentence ever uttered. Ich fühle das irgendwie. Stretching skyward in all its glory. This wall. Did Ivor build this? No, of course not. This is a natural phenomenon. The intersection of two of the great walls that form the boundary of our world. Genau das. Feeling kinda overwhelmed right. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ich find's eigentlich ganz cool, dass sie das einprogrammiert haben. Fear is healthy sometimes, Jesse. Whatever Ivor is hiding in here, it will be extremely well guarded. Ich finde, das sieht einfach nur episch aus. This way, I suspect. I'd feel better about this if Axel and Lucas were here. Ich glaube, ich würde mich damit auch sicherer fühlen, aber ich weiß ja nicht. Wir werden immer weniger. Is this a maze? Och nee. A massive one from the looks of it. If Ivor used the command block to build this, it could hold unspeakable peril. Why do I have a bad feeling about this? Warum wohl? Ich weiß es nicht. Könnte daran liegen, dass das Ding 10-mal so groß ist wie wir. There has to be another way. Nur von der Höhe. Door, or, I don't know. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich gehe nicht durch dieses Labyrinth. Keine Lust. Were built to keep people away. We'll find some other way through. Best decision you've made all day. Eine kaputte Wand. Ranken. Blumen. Und Kies. Ja, wir schauen uns erstmal den Kies an. Und dahinter scheint was zu sein. Glad I wasn't standing here when this fell. Ah nee, das ist runtergefallen, okay. Ah, wir schauen uns die Blumen noch an. Flowers, but no trees. Guess it's a Farlands thing. Genau, aber die Ranken, da könnte man hochklettern. Die gehen nämlich straight forward hoch. We can probably climb these. Everyone, on guard! There's too many. We can't fight them all. Woher kommt die jetzt? Klettern. Prediction. On the vines. Juhu. Ich sag euch, da oben ist was, das erschreckt uns. Nein? Okay, hätte ich jetzt gedacht, so. Weiß ich nicht. That worked, I suppose. Yeah, I guess.
Da sind wir. But now what do we do? We're all separated. Let's just head that way and find a place where the pads connect. Sure hope they don't get lost in there. I hope I don't get lost in there. Bitte war's nicht der... Ich kann nicht runterfallen, das ist schon mal gut. Da lang. I guess. Oh mein Gott. Ich hab... Oh. Ist, wieso sind die jetzt da unten? Ist labyrinthastisch. Aber hier sieht's gut aus. Was? Wieso kann ich spielen? Also, ja, Ruben geht safe gut. Aber, kann ich über einen Block breit springen? Ach, das wird schon funktionieren. Nee, warte mal, sind wir hier nicht komplett falsch? Please, no. Gut, also, das könnte eine Weile dauern. Heißt aber auch, es gibt einen straightforward Weg. Das sieht gut aus. Komm schon. Das Haus sieht cool aus. Hey, that must be Ivor's lab. Wish it was a little closer. Ja, wir sind schon näher. Wir sind schon näher. Ich spüre. Ja, 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 ja. Was ist das? Liegende Insel. Ja, komm, guck dir das auch mal an. Hallo. Hola. Mit der Maus wäre das einfacher. I think it's safe to say the Farlands are strange. Weiß ich, kommen wir da vorne weiter? Ich sehe das halt null. Nee, ja. Nee, 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 wir gehen hier. Wobei, wir könnten hier rechts gehen und dann geht's davor. Ja, ja, doch, machen wir mal. That's our best option. Kamera. Hier geht's doch nicht weiter. Ah, doch, hier. Na gut, ich hab nichts gesagt. Dann gehen wir doch mal links. Okay, es ist blöd, dass das jetzt so ein Labyrinth ist und das ist, glaube ich, sehr langweilig zum Zugucken. Könnt ihr einfach vorspulen. Ich nicht, ich muss das machen. Aber wobei... Kaputte Wände, vielleicht kann man da runter. Ich sag's euch, wir kommen nachher wieder am Anfang raus. Ah, wobei. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Ja, wieder eine fliegende Insel. Ja. Ich glaube, ich schneide euch das, bis ich es gefunden habe. Bis gleich. Yikes. Ja gut, so viel zum Schneiden. Da werden wir erstmal überfallen. Aber das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, I think. Shoot. You have got to be kidding me. Huh. What's that? Sind wir am Ende der Reise? Sieht so aus. Okay. Hat jetzt auch nur 20 Minuten oder so gedauert. Nein, ich glaube 8 Minuten. Ah, das ist so mit Booten, da kann man rüberfliegen, gell? Ja, ja. Wonder what this thing's supposed to be. Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse, there you are. Ja, wir haben es geschafft, sehr schön. Okay. Never find you. All those dead ends back there. Am I glad to see you guys? Us too. I thought Ruben and I would be lost in here forever. Wo sind die anderen?
This maze? We don't have time for this. Sehr mäßig. Who even knows where the others are by now? Ach, die sind wirklich nicht bei... Oh. Clock's ticking here, Jesse. Wir müssen die anderen trotzdem finden, hätte ich jetzt gesagt. Aber darauf erstmal ein Schluck Volvic-Wasser, dass wir es geschafft haben. I wonder if they found some other way across this gaping bottomless pit. I think it drops forever. Ist sehr problematisch, meine Greenscreen-Einstellung, vor allem mit den Kopfhörern. Ich kümmere mich darum bis zum nächsten Part. Wenn ich dran denke, oh Gott. It's some kind of flying barge. Ja, man kann so rüberfliegen, oder nicht? Ist so eine Redstone-Creation. And it's really complicated. Das sieht überhaupt nicht kompliziert aus. Right? I don't know. I think it's out of my league. Nein, hä? I wish I'd had more time to study with Elagard. Ja, du machst das, du kannst das. You know you always do. So schlecht bist du, glaube ich, nicht. Fine. I'll take a look. Ja, sehr schön. Dann take mal einen look. This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Or maybe it's just me. I mean, Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. She was right. I just can't hack it. Beweis dir das Gegenteil. Prove her wrong. Show the world what you're made of. Prove her wrong? Jesse, she's the greatest redstone engineer ever. Ja gut. That's she's true. In the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people, just like us. Das ist auch true. Just like us. I mean... How are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Soren and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history has wither sickness. None of them give Elagard any respect. And Magnus lost his life trying to fight this. Ja, also es sieht, die Karten sind nicht auf unserer Seite. Die Karten stehen, ich habe schlechte Karten. Wie auch immer das Sprichwort geht. How are we supposed to... Ihr wisst, was ich meine. How are we supposed to do anything? Wieso willst du aufgeben? In the middle of a maze at the edge of the world? I mean, they defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive. Wir haben den Baumwettbewerb gewonnen. Well, we won the contest at Endercon. That was a contest, Jesse. Right, and the competition was stiff. Just think what we can do when there's nobody even watching. I like that way of looking at it. Ist true. Also kann man nichts gegen sagen. Er hat ja schon irgendwo recht. Ah, all right. I'll try it one more time. Ob sie es schafft, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute.